Hallo ihr Lieben, es ist immer noch Erkältungszeit und wenn es bei euch noch ein bisschen fest sitzt vielleicht und ihr möchtet, dass sich das Ganze noch löst, gibt es nichts Besseres als ein Erkältungsbad und ich zeige euch, wie das ganz einfach geht. Das hier ist das Badewasser, was ihr in eurer Wohlfühltemperatur einlasst, das haben wir hier mal symbolisiert. Dann nehmt ihr ätherisches Fichtennadelöl. Ungefähr 5 bis 6 Tropfen, so viel wie euch gut tun, dass es euch nicht zu intensiv ist. Und dazu nehmt ihr etwas Milch, ungefähr 2 bis 3 Esslöffel Milch oder Sahne, wenn ihr es noch ein bisschen reichhaltiger für die Haut haben möchtet. Die Sahne, man kann das vielleicht erkennen, wirkt wie ein Emulgator, das heißt, sie verbindet das Wasser mit dem Öl. Es riecht wunderbar nach Wald, es bringt die Schleimhäute zum Abschwellen und löst den Schleim auf ganz sanfte Art und Weise. Also wirklich eine schöne Sache. Legt euch 10-15 Minuten so lange in die Badewanne, wie es euch gut tut. Ihr könnt auch noch mal ein bisschen warmes Wasser nachlaufen lassen. Und dann rausgehen, nur betupfen, weil wie gesagt, durch Milch oder Sahne ist es wirklich schön reichhaltig und die Haut ist auch noch wirklich gut gepflegt. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, kommt wieder auf die Beine und ein schönes Wochenende. Ganz liebe Grüße, eure Melanie Wenzel.